Gleich findet eine Überraschung statt. Wir sind am Camp der Dachzeltnomaden und hier sind ganz viele Motorradfahrer. Und was das hier auf sich hat, das erfahrt ihr gleich. Also, hier gibt es nämlich eine Überraschung für einen Flugbetroffenen. Ich wiederhole das nochmal, falls man mich nicht gehört hat hier. Also, hier gibt es jetzt gleich eine Überraschung für einen Flugbetroffenen und für einen Helfer in einem. Nämlich für den lieben Dirk, den kennt er auch vom Baustoff Z Kaiser und von Baustoff Spenden NRW. Und das sind ja ganz, ganz viele Motorradfahrer. Und ich gehe mal hier zu einem der Jungs hin, die das organisiert haben, auch ein freiwilliger Helfer. Hi, magst du dich kurz mal vorstellen, Servus. Wer bist du, wer seid ihr, was macht ihr? Also, ich bin der Oswald, der Reine. Wo ist der Reine? Komm mal her. Wir sind von der Beigegarage Taunusstein und die anderen, der Pelle und die anderen Kollegen sind von den Backbones. Cool. Und der Dirk, der glaubt gleich, er kriegt ein paar Werkzeuge geschenkt, weil der ist in der Flug ja komplett abgesoffen. Trotzdem hat er im Fluggebiet jetzt 3 Jahre geholfen und die Jungs haben eine ganz große Überraschung für ihn. Und was das ist, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Genau. Also, gern mal Tonfeedback und wir gehen mal nach vorne zu Andrea von den Dachzeltnomaden. Steven ist übrigens auch mit dabei hier. Also, das Bier zählt. Und ich kann nur zu Dirk sagen, Dirk ist einer der fleißigsten und aktivsten Helfer im Fluggebiet. Und ihr sagt mal gern, ob der Ton gut ist, ob man euch hören kann. Und ja, die Biker und die Jungs, wir sind live. Wir sind hier bei dir gerade. Also, hier vom Dachzeltnomaden Camp. Genau. So. Camp 3.0 übrigens. Okay. Also, erstmal herzlich willkommen bei den Dachzeltnomaden Hilfsorganisationen. Wir sind jetzt seit 3 Jahren jetzt hier im Ahrtal und haben unterstützt mit über 3.800 Helfern, die hier durchs Camp sozusagen geschleust wurden auf Baustellen und sonstigem. Haben echt auch diese tolle Aktion gehabt, Wünsch dir was Aktion. Die ist damals ins Leben gerufen worden mit Markus Wipperfürth. Oh, die Namen alle. Markus Wipperfürth, das war so eine 1-Euro-Challenge. So, wir wollen noch mal schauen, was man mit einem Euro, wenn jeder einen Euro spendet, was dabei rumkommt. Und das Geniale war damals, bei uns war dann das PayPal-Konto irgendwie im Sekundentakt immer nur bling, bling, bling. Und da sind dann über 200.000 Euro zusammengekommen, nur für die Wünsch dir was Aktion, wo wir Betroffenen Wünsche erfüllen können. Und das haben wir jetzt auch bis zum 30.06. gemacht. Und dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, Rainer, ein paar Leute sind hier gewesen, so abends mal hier im Camp, genau da, ja, da. Und dann hieß es eben, hey, wir würden gerne über unsere Community eben auch spenden für diese Aktion. Und dann wart ihr fleißig und habt echt schön gespendet. Und dann habe ich gedacht, okay, was machen wir denn jetzt damit? Welchen Betroffenen fische ich mir denn da jetzt raus? Und da ich ja viele Leute kenne jetzt eben im Ahrtal und Dirk gehört auch zu denen. Also Dirk ist in Antweiler betroffen. Aber Dirk gehört ja zu denen, der macht nicht erst bei sich zu Hause, sondern, was hat er gemacht? Hat sich ins Auto geschwungen oder nee, ist irgendwie anders. Doch, Auto geschwungen, ne? Und hat dann ab dem Moment auch jeden Tag geholfen im Ahrtal anderen, die betroffen waren. Und er war auch in Erfstadt hier bei Tibor. Genau, und hat da fleißig geholfen bei der Baustoffspendengeschichte und bei Kaiser und so. Also der ist auch so jemand, der es einfach nicht lassen kann, anderen zu helfen. Und dann habe ich so gedacht, naja, irgendwann kommt auch mal der Moment, dann muss man auch mal empfangen. Und da haben wir uns dann eben was überlegt mit euch zusammen, weil es sind ja 2.200 Euro zusammengekommen und ich weiß, ihr legt nachher noch einen oben drauf, habe ich schon gehört. Und dann war eben der Wunsch eben von Dirk gewesen, okay, was wünsche ich mir? Ja, dann kam er mit verschiedenen Varianten und dann hat er gesagt, oh, Werkzeuge wären auch cool. Und früher habe ich auch mal ein Motorrad gehabt und ich, das kriege ich jetzt gar nicht hin, also wenn, dann sind es Werkzeuge. Und dann habe ich eine schöne Liste gekriegt, habe den Boschmann angerufen und wir haben jetzt gleich irgendjemanden, der hat nämlich die Sachen in seinem Auto hinten drin. Und wenn ich den jetzt sehen würde, den ich jetzt nicht sehe, wo ist der?
sagtest du. Da, da, links. Vielleicht kann der ja gleich da mal mit dem Auto vorfahren, dann können wir mal die Sachen rausholen. Und machen wir so, weißt du, wie bei einer Wunschfee, ne? Holen wir ein Geschenk nach dem anderen raus und dann kriegst du diese wunderbaren Werkzeuge von dieser ganzen Community geschenkt. Also, ich würde sagen, du holst das Auto, ist das okay? Gut. Ich bin sehr überrascht, da ist gleich alles so passiert hier. Also, es bleibt spannend auf jeden Fall. Hammer, Bohrmaschine, ja, alles so brauchen, ne? Im Wesentlichen geht es darum, den Kopf vom Herzen, wir machen das gerne und wir haben auch eine tolle Zeit miteinander verbracht, auch wenn wir uns nicht immer gesehen haben, aber ich denke mal, wir haben hier was erreicht und ich denke, du wirst dich freuen. Ja, dann, wir fahren nachher noch weiter und übergeben dann der vor Ort. Auch nochmal eine Spende mit der vor Ort. Die Mutter von Johanna und der Vater von Johanna, die bei der Flutkatastrophe gestorben ist. Richtig. Ja. Und spenden dann nochmal einen Beitrag auch für die Tafel, die Gedenktafel für die Opfer und die für die Hinterbliebenen auch eine Anlaufstelle da ist. Und ich denke, das ist eine gute Sache. Das haben wir alle zusammen gemacht. Jungs, danke für euren Einsatz in den Flutgebieten auch. Fetten Applaus an alle. Ne? Also ganz tolle Aktion hier. Gerne Video teilen. Wird nämlich jetzt äußerst spannend werden. Ja. Ich kenne den Gesichtsausdruck von Dirk, der hat nämlich gerade so gepustet. Das hat er auch gemacht. Als ja, ich kann so nicht so gut annähen. Also. Das war auch bei der Ehrung bei Bauchbespenden in der Weser, als die Landräte geehrt haben. Da hatte Dirk auch diesen Pust davon gerade. Ja, das ist nicht so einfach. Und der Paddy ist ja auch mit dabei von den Dachzeltnomaden. Und da kommen die jetzt angefahren, ne? Ja. Ja. Also. Am Wochenende des dritten Jahrestages der Flutkatastrophe. Morgen ist es ja soweit. Stehen natürlich ganz klar die Betroffenen hier mit im Fokus. Tja, und jetzt ein Betroffener, aber auch ein Helfer. Ihr werdet überrascht sein, was jetzt gleich passieren wird, denn ihr dürft weiß nicht, was da drin ist. Ich schon. Ja, dann jeder an der Reihe hier Werkzeug in der Tisch. Die sind auch mit dabei. Und los geht's. Der Kammerausrüstung. Tja, und da kriegt der liebe Dirk jetzt ein neues Werkzeug, weil das ist auch alles bei der Flutkatastrophe abgesoffen. Da sind die Kisten umgefallen. Ich hab gesagt, sicher. Dirk, geh mal näher ran. Jetzt wird spannend. Ich würde sagen, wir müssen aber den Frank applaudieren. Guck mal, der hat verzichtet, mit dem Moped hier zu kommen. Ja. Der Hängerfahrer hier. Vielen Dank. Wollen wir? Ja, da. Eins, zwei, drei. Drei. Ein Motorrad. Weil seins ist bei der Flutkatastrophe auch abgesoffen. Wenn man seinen Arsch für andere Menschen hinhält und sich selber dabei vergisst, dann darf man auch mal wieder Spaß haben und auch mal seinen Kopf freischalten. Jetzt hat er mich geplättet. Guck mal hier, ein Motorrad. Ich glaube, eine Kawasaki, wenn ich mich nicht irre. Wahnsinn. Also, lieber Dirk, einmal Applaus für Dirk, einen der freiwilligen Helfer. Hier im Ahrtal und ich denke, eine ganz, ganz tolle Überraschung hier. Und wenn es einer verdient hat, definitiv auch er. Ja, also aufpacken würde ich sagen. Ne? Oder geh mal ran, geh mal gucken hier. Weil der wird nämlich nachher nach Hause geliefert, das Motorrad. Und ja. Also wird Freihaus geliefert hier. Was für eine geile Aktion. Also, ja, der Dirk ist. Den Gesichtsausdruck kenne ich. Ja, bedankt sich jetzt hier auch noch ganz lieb bei jedem. Und ja, Dirk hat so viele Tausende von Stunden im Flutgebiet verbracht. Obwohl er selbst getroffen ist, hat er eher anderen Menschen geholfen, als bei sich zu Hause was zu machen. Das hat er bis jetzt hinten angeschoben. Erst geholfen beim Baustoffzelt Kaiser. Danach, als es zu war und geschlossen wurde, was niemand von uns verstanden hat, kam er zu Baustoffspenden NRW, zu uns, zu meinem Projekt mit vielen anderen Helfern aus dem Kaiserzelt auch mit dazu. Und ja, dann ist er jetzt dann weitergezogen zu Kohle fürs Ahrtal und Dachzeltnomaden und hält auch heute. Nach 3 Jahren immer noch im Flutgebiet. Also, hat er verdient, definitiv. Komm her. Der hasst sowas.
Ja, also. Ja, herzlichen Dank. Da habt ihr mal so einen kleinen Einblick hier von dem. Und das Werkzeug, was von ihm eigentlich versprochen hat, ist auch noch mit dabei. Und der Paddy, der bastelt hier immer ganz tolle Sachen. Guck mal, was hast du jetzt gekriegt hier? Also, das Wir zählt. Das ist doch mal eine schöne Geste hier mit den Motorrädern. Und Paddy hat immer was im Petto hier. Ne? Der Wahnsinn. Also ihr Lieben, ich gehe nochmal zu Andrea, dass sie mal hier die Abschlussworte noch spricht, wenn ich die Andrea denn finde. Guck mal, die ist da unten, ist, der hat sie sich versteckt hier. Also, Andrea, magst du noch ein bisschen was erzählen? Was mag ich noch erzählen? Also ich fand die Idee ganz gut, als Dirk das anfing und hat gesagt, ah ja, ich hatte ja auch mal ein Motorrad, das wäre schon ein Herzenswunsch, aber ich weiß ja, ihr könnt das nicht umsetzen. Dann habe ich abends mit Dennis gesprochen, ne, Geschäftsführer von der Hilfsorganisation. Und er so, frag doch mal die Black Bones, die kriegen das bestimmt hin. Ja, dann habe ich Rainer, wo auch immer gerade Rainer rumschwirrt, dann geschrieben, ey, würdet ihr das hinkriegen? Das ging innerhalb von einer halben Stunde. Ey, ich habe da was. Dann hat er die ersten Fotos geschickt und irgendwo ist derjenige, den ich auch gerade nicht sehe, der ist auch da hinten versteckt, der ist nämlich, der hat gesagt, hey, ich habe sowas noch in der Garage oder so stehen. Und dann habe ich gesagt, ist okay. Dann habe ich dem von Bosch erstmal wieder abgesagt, hey, das lassen wir jetzt mit den Werkzeugen. Und habe aber weiterhin dann Dirk geschrieben, schick mir doch mal eine Liste, welche Werkzeuge du alle brauchst. Um ihn einfach eben jetzt mal mega zu überraschen, weil ich glaube, das ist ein Riesengeschenk, weil er hatte ja auch ein Motorrad vor der Flut. Und wir wissen alle, diese Dinge sind auch dafür da, und das haben wir erlebt in der Wünsch dir was Aktion. Es geht nicht nur um den Gegenstand, sondern es geht darum, den Menschen wieder Mut und Hoffnung zu geben und dass sie nicht vergessen sind. Und das ist das, was wir unheimlich gerne hier auch gemacht haben mit der Wünsch dir was Aktion. Und ich bin euch allen mega, mega dankbar, dass das noch funktioniert hat in kürzester Zeit. Echt geil. Ja, und wie immer, Thibaut immer mit dabei, ne? Live, soll ich sagen? Live mit dabei, ja. Ihr Lieben. Ich sage danke von hier, von den Dachzeltnomaden. Ich möchte aber auch hier an der Stelle nochmal sagen, danke an euch, an die Dachzeltnomaden-Hilfsorganisation für 3 Jahre Fluthilfe, uneigennützig, immer voran mit vielen, vielen Tausenden von freiwilligen Helfern und ja etlichen Häusern, die ihr freigeräumt habt. Wenn wir euch angerufen haben, ihr wart immer vor Ort, ihr wart immer direkt mit dabei, habt mitgeholfen. Das war eine tolle Zusammenarbeit auch und ja, vielen Dank, dass ihr da wart für Menschen in der Not. Schnell und unbürokratisch, wie man sich das auch von anderen Stellen gewünscht hätte. Also, das ist also, das mal von hier, von den Dachzeltnomaden. Und ja, der liebe Dirk hat jetzt ein Motorrad und das wird gleich geliefert. Und ich habe für jemanden anders, auch für einen Flutbetroffenen, auch noch eine kleine Überraschung im Gepäck, aber dazu in den nächsten Tagen mehr. Und du freust dich jetzt erstmal auf dein Motorrad. Danke an alle Jungs, die hier beteiligt waren. Und jetzt kommt noch was, okay. Das Mobil muss ja auch angemeldet werden. Und muss ja auch Sprit haben. Und wahrscheinlich brauchst du auch noch irgendwann neue Reifen. Hier sind nochmal 800 Euro. Jungs. Ja, komm. Ja. Also, der liebe Dirk. Neues Motorrad für ein neues Leben und ja, auch mal schöne Sachen aus dem Fluggebiet. Also ihr Lieben, das mal von hier. Schön auch sowas immer zeigen zu können. Und ja, Hilfe für Flutbetroffene im Gebiet des Ahrtals, aber auch in NRW geht weiter. Auch ja, jetzt fast 3 Jahre nach der Flut. Morgen ist soweit. Ihr Lieben, schönen Gruß hier und wir sehen uns im nächsten Live-Video. Ciao. Sei auch zukünftig mit dabei, einfach dem Kanal folgen und nichts verpassen.